Über was sollen wir mit Gott sprechen? Und was ist ihm wichtig, uns zu sagen? Und über was genau hat Jesus eigentlich mit dem Vater geredet? Ich könnte mir vorstellen, dass das so Fragen waren, die die Jünger bewegt haben oder die die Jünger veranlasst haben, auf Jesus zuzugehen und ihn zu bitten: Herr, lehre uns beten. Und dann hat Jesus ihnen geantwortet und uns ein Muster gegeben für unser Gespräch mit Gott, das die wesentlichen Elemente beinhaltet. Und heute geht es um: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So klingt es so wunderschön im Lutherdeutsch im Ohr, oder? Das haben wir so im Ohr, wenn wir das Vater unser beten. Und ihr wisst, dass ich ja sehr oft, wenn ich hier predige, die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, verwende. Und da steht, bei Matthäus 6,12 steht: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, kommt gleich, die an uns schuldig wurden. Wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und da sind wir ziemlich nah auch am Urtext oder an diesen ältesten Handschriften von diesem Matthäus-Evangelium, das uns noch erhalten geblieben war. Da steht: wir haben da vergeben. Wir haben vergeben. Wir sind also in der Vergangenheit angekommen. Und ich möchte euch in deine und in meine Vergangenheit zurücknehmen und dich fragen heute Morgen: wann hast du das letzte Mal bewusst vergeben? Versuch dich mal zu erinnern. Wann hast du das letzte Mal bewusst vergeben? Und vielleicht kannst du, wenn du gerade diesen Moment nochmal nachempfindest, auch vielleicht fühlen: was hast du denn davor gefühlt? Ja, ich sehe, manche fühlen. Und was hat dich eigentlich motiviert zu vergeben? Und was war das Ergebnis davon? Halt es bitte mal fest. Es wird nachher nochmal relevant. Vergebung ist ja ein großes Thema. Und es ist ein lebensnahes Thema. Wir haben ja vor 2 Wochen gehört: unser tägliches Brot gib uns heute. Versorgung ist auch so ein lebensnahes Thema. Und Vergebung ist genauso dieses lebensnahe Thema. Warum ist es lebensnah? Weil niemand alles richtig macht. Ist dir das schon aufgefallen? Niemand macht alles richtig. Und vor allem in den engen Beziehungen, die wir haben, da sind wir auf Vergebung angewiesen. Und da brauchen wir nur an die eigene Familie zu denken. Da brauche ich nur an letzte Woche zu denken. Es ist lebensnah. Und es ist herausfordernd, ein herausforderndes Thema, weil es uns nicht immer leicht fällt. Warum? Weil es uns so arg persönlich betrifft und weil es auch tief geht. Ist ja nicht nur so auf der Oberfläche. Vergebung ist ein bedeutendes Thema. Warum? Weil es für uns selbst und für andere extrem wichtig ist. Und es ist bedeutend, weil wir darin reifen müssen und reifen dürfen. Und genau deshalb nimmt Jesus dieses große Thema Vergebung und bringt es in dieses Vater unser Gebet als ein wichtiges Element
und sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben oder vergeben, die an uns schuldig wurden. Und Jesus hat uns wie kein anderer auch dieses Element, diesen Baustein des Gebets vorgelebt. Und wie er möchte ich in der Lage sein, in jeder Lage sein, zu vergeben. Das ist mein Wunsch. Und ich möchte es nicht widerwillig tun, sondern ich möchte es gerne tun. Ich möchte aus Freude heraus vergeben. Das ist nur mein Wunsch oder ist es vielleicht auch deiner? Gerne, mit Freude, schnell vergeben zu können. Und ich möchte mit euch eintauchen, jetzt in diese Bitte und vielleicht auch ganz neu entdecken, was Jesus denn damit gemeint hat. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass hier zum ersten und zum einzigen Mal in diesem Vaterunser etwas vorkommt, wo du und ich tatsächlich etwas tun sollen. Und was sollen wir tun? Menschen vergeben. Und in diesem ersten Halbsatz, den ihr noch nicht seht, da gibt's ja und vergib uns unsere Schuld. Und ich möchte auf zwei Wörter hier eingehen, nämlich vergeben und Schuld. Und zu gucken, was bedeuten diese Worte eigentlich, weil das uns hilft, das, was hier Jesus sagen will, besser zu verstehen. Also, Matthäus hat es hier aufgeschrieben in Griechisch. Und das griechische Wort für vergeben, Aphimi, das kann man auch übersetzen mit, und jetzt passt auf, mit erlassen, freilassen, befreien oder absichtlich wegschicken. Finde ich ein spannendes Element. Und das, was wir hier schon sehen, ist, dass es weit mehr ist, als etwas irgendwie nur hinter sich zu lassen oder vergessen zu wollen. Komm, Schwamm drüber. Ach, ich vergesse es, dann macht es nichts mehr mit mir. Sondern es geht, und das sagt uns das Wort beim Vergeben, um ein bewusstes Erlassen oder sogar etwas absichtlich wegschicken. Das war das eine Wort, vergeben. Das zweite Wort, Schuld. Das griechische Wort, was wir hier im Vaterunser finden, das kommt nur zweimal im ganzen Neuen Testament vor. Und wenn andere Wörter für Schuld verwendet werden, dann geht es in der Regel um ein Darlehen, wo die Chance besteht, es irgendwann zurückzuzahlen. Das ist irgendwas, was man managen kann. Aber das Wort, das hier benutzt wird, ist auch ein Darlehen, das fällig geworden ist zur Zahlung, aber es unmöglich ist für dich, es jemals auch zurückzahlen zu können. Unmöglich. Man könnte auch sagen, deine Einnahmen werden niemals in deinem Leben ausreichen, um diese Schuld zu begleichen. Und jeder, der irgendwie als Steuerberater arbeitet oder beim Finanzamt oder bei der Bank, der weiß, das heißt zahlungsunfähig. Das bedeutet, du brauchst Hilfe. Und als ich das so gelesen habe und dieses Wort entdeckt habe, da ist mir sofort dieses Gleichnis von diesem unbarmherzigen Diener in Matthäus 18 eingefallen. Vielleicht kennt ihr das auch. Da erzählt Jesus ein Gleichnis und sagt, mit dem Reich Gottes ist es so wie mit einem König, der heimkommt und mit seinen Dienern abrechnet. Und der Erste, der kommt, da wird plötzlich offenbar, dass er dem König 10.000 Talente schuldet. Jetzt denkst du, was ist auch immer ein Talent? Okay, es ist wie so ein Denar, so ein Tageslohn eines Arbeiters. Ich habe es mal für euch ausgerechnet. Das bedeutet 20 Jahre lang abarbeiten. Oder nicht nur abarbeiten, sondern das Einkommen, was du verdienen würdest, abdrücken. Das ging nur in dem Fall nicht, weil er ins Gefängnis kam. Weil ihm angedroht wurde, oder das war das Ergebnis, so, jetzt nehmen wir dir Frauen und Kinder alles weg und du gehst ins Gefängnis. Unmöglich, das zurückzuzahlen. Und als er verstanden hat, was da gerade passiert, ist er auf die Knie gegangen und hat gebettelt und bat um Geduld. Und als der König das gesehen hat, dann wurde sein Herz bewegt. Und dann hat er gesagt, okay, ich lass dich frei
nicht um dir eine zweite Chance zu geben, das zurückzuzahlen, sondern ich lasse dich frei und ich erlasse dir, ich vergebe dir, genau das gleiche Wort, deine ganze Schuld. Und die Schuld war da nicht einfach weg, die hat der König getragen. Wisst ihr, einer bezahlt immer. Ist nicht einfach nur weg, nee, der König hat es getragen. Er übernahm die Schuld. Und ich, wenn ich diese Geschichte lese, könnt ihr gerne mal nachlesen, was für eine grandiose Geschichte, wie die beginnt. Was für eine grandiose Geschichte. Und wisst ihr, die Geschichte des Dieners, das ist nicht nur einfach seine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte, weil wir genauso auf Hilfe angewiesen sind. Und ich finde es so schön, dass Gott uns nicht einfach so behandelt, wie wir es verdient hätten oder uns abstraft, sondern wisst ihr, was er macht? Da heißt es mal in Psalm 103, so fern der Osten vom Westen ist, so nimmt er unsere Verfehlungen und tut sie ganz weit weg. So weit der Osten vom Westen ist, so schickt er sie absichtlich weg. Vergeben. Und ich finde es so schön, wie Paulus das auch mal in einem seiner Briefe so schön formuliert. In Kolosser heißt es, Gott hat uns, cool, hä? Gott hat uns, danke, danke. So, jetzt könnt ihr entspannt zuhören, ich kann wieder entspannt predigen. Aber schaut euch das mal an. Da heißt es, Gott hat uns alle. Alle Schuld oder all unsere Verfehlungen vergeben. Und dann heißt es, er hat den Schuldschein, wenn hier was drauf ist, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns angeklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, den hat er gelöscht. Also einfach halt gelöscht. Hoffentlich war es die richtige Seite. Genau, den hat er gelöscht. Er hat ihn, und dann hat er ihn nicht nur gelöscht, er hat ihn ans Kreuz genagelt. Und dann für immer beseitigt hat er ihn. Wisst ihr, wie man beseitigt auch noch übersetzen kann? Fortgeschafft. Absichtlich weggeschickt. Und genau das hat Jesus ja schon angekündigt, oder? Einsetzungsworte vom Abendmahl, wenn er das sagt, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld, Schrägstrich eigentlich Sünde hier und so weiter. Und vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Aber wisst ihr, was vergib uns unsere Schuld nicht ist? Das ist nicht ein Bangen und unsicheres Bitten, dass Gott hoffentlich wieder einmal gnädig ist und mir die neue Schuld vergibt, die ich mir aufgetragen habe gerade. Das ist es nicht. Warum? Weil er es bereits getan hat. Er hat es getan. Ich habe vorher gesagt, dass das Wort zweimal vorkommt. Dieses Wort Schuld. Und ich möchte euch an die andere Stelle im Neuen Testament gehen. Da gehen wir in den Römerbrief rein. Da steht in Römer 4, ab dem Vers 3 und 4, da steht, die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Der glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann heißt es weiter, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, also wenn er den Weg geht, dann ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage seines Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, das bekommt er dann nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet oder wörtlich, sondern nach Schuldigkeit. Er hat gearbeitet und deshalb kriegt er etwas.
Also da ist unser Wort ganz am Ende. Und ich merke schon, jetzt habe ich vorher vom Steuerberater und vom Finanzamt schon gesprochen, da ist ganz schön viel Buchhaltung heute drin. Da wird angerechnet und berechnet und wisst ihr was, das ist auch ein ganz schön interessantes griechisches Wort, logizomai. Auch übersetzt als hinzugerechnet oder auf sein Konto gebucht. Und somit zum Vorteil. Die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, die hat uns gesagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, zur Gerechtigkeit zu kommen. Der erste Weg ist durch die eigene Leistung. Der zweite Weg ist durch unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott. Und wenn wir den ersten Weg wählen, dann drehen wir den Grundgedanken um, den Gott seit der Schöpfung in alles hineingelegt hat. Ihr wisst ja noch, als der Janni da war und die Predigtserie gestartet hat, da hat er uns mit hineingenommen in 1. Mose 1, 26. Da sagt Gott, lasst uns machen, lasst uns Menschen machen, damit sie haben, damit sie herrschen sollen. Ich übernehme das Tun, sagt Gott, und du darfst empfangen. Das ist das Prinzip. Aber wir können das gerne umdrehen. Und anstatt zu empfangen, anstatt Gnade in Anspruch zu nehmen, können wir gern versuchen, Gott mit unserer Leistung zu beeindrucken. Und du kannst es probieren. Herzlich willkommen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, wie es ausgeht. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst niemals deine Schuld zurückführen können. Niemals. Der zweite Weg ist logisch. Besser. Ist Gott zu vertrauen und zu empfangen, wie das Abraham gemacht hat. Und das ist so interessant, wie wir das auch gelesen haben, dass Abraham, da wurde etwas eingezahlt auf sein Konto, da wurde Gerechtigkeit überwiesen. Warum? Weil er geglaubt hat. Wisst ihr, bei ihm war dieses Wort Gottes, diese Zusage Gottes, die hat ihn zur Ruhe gebracht und zum Vertrauen. Und es war nicht immer so. Es war beim Abraham nicht immer so. Ich meine, Gott, wie ist das jetzt mit dem verheißenen Sohn, mit meinem Erbe? Ich muss sicherstellen, dass es läuft. Und weil er es irgendwann sicherstellen wollte und ungeduldig war, hat er angefangen, so, ich muss jetzt Gott ein bisschen nachhelfen. Wisst ihr, was er mit seiner eigenen Leistung produziert hat? Er hat nur noch mehr Schuld aufgeladen. Nur noch mehr Schuld aufgeladen. Und Gott war gnädig. Immer in Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit ist Gott treu. Und er hat ihm den Sohn geschenkt und grundsätzlich mit alles versorgt. Ich meine, dann läuft Abraham mit seinem Sohn auf den Berg, soll ihn opfern und Gott ist schon wieder und versorgt. Wir müssen nichts bringen, wir müssen nichts tun. Das Einzige, was wir machen dürfen, ist zu glauben und zu vertrauen. Und ich merke immer mal wieder wie ich, vielleicht geht es dir genauso auch in diese Falle tappe, wo ich denke, jetzt muss ich irgendwas tun, jetzt muss ich irgendwas bringen. Und wenn ich das mache, dann reduziere ich nicht die Schuld. Ich vermehre die Schuld nur. Ich vermehre die Schuld nur. Dabei hat Gott durch Jesus schon alles getan und für alles gesorgt. Und wir dürfen das einfach nur empfangen. Wisst ihr, wenn wir beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, dann lädt Jesus uns dazu ein, zu sagen, hilf uns, unsere Versuche, unser Leben auf unsere Werke zu bauen, absichtlich wegzuschicken. Hilf uns, das wegzuschicken, wo wir es immer wieder selber probieren. Und hilf uns stattdessen, unser Leben auf dem Werk von Jesus am Kreuz zu bauen. Wisst ihr, es ist Zeit, Schuld wegzuschicken. Schuld wegzuschicken. Die Römerstelle, die hat uns ja zwei wichtige Sachen gezeigt. Das erste ist, unsere Arbeit bringt lediglich Schulden hervor. Unsere Arbeit bringt lediglich Schulden hervor oder unsere Werke, unsere Leistung. Weil was passiert da? Wenn wir etwas tun, dann produzieren wir eine Schuldigkeit, dass uns jemand etwas schuldet. Dann ist es eine Pflicht und keine Gnade. Durch unseren Glauben an Gott, und das ist das Schöne, was wir da auch lesen, das ist das Zweite, da wird nicht nur einfach unsere Schuld getilgt. Gott
nimmt nicht nur einfach unsere Schuld weg und bringt es auf Null, sondern er macht eine Einzahlung und zahlt Gerechtigkeit ein auf unser Konto. Und lasst uns mit dieser Brille auch nochmal Römer 4 einfach nochmal lesen. Da heißt es, und jetzt die Verse 4 und dann 5, wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, wie ist er dann? Er ist wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage der Gegenleistung berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Und jetzt Vers 5, da heißt es, wenn hingegen jemand, das bist du und ich, wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der den Gottlosen für gerecht erklärt. Ich finde es so spannend, dieser Gedanke, dass Gott nicht nur einfach die Schuld wegnimmt, wenn er uns vergibt, sondern etwas einzahlt. Da steht nicht mehr ein Minus da, da steht ein großes Plus da. Ich finde das so ein gigantischer Gedanke, was er uns schenkt. Und wenn du mit Gott auf dein Konto guckst, schau mal mit Gott auf dein Konto. Vielleicht mach mal schön dein Handy auf, guck auf dein, nein, nicht vielleicht dein normales Konto, vielleicht ist das gefährlich jetzt, drauf zu gucken. Aber wenn Gott mit dir auf dein Konto schaut, dann sieht er keine Schulden. Gibt's keine Schulden. Wenn er mit dir auf dein Konto schaut, dann sieht er Gerechtigkeit, dann ist da was Positives da. Weißt, Schulden haben nur noch eine Auswirkung auf uns, wenn wir annehmen, dass noch welche da sind. Und viele leben so. Da ist noch was da. Und das führt uns zu einem gewissen Lebensstil. Aber wenn wir realisieren, dass gar keine Schulden mehr da sind, sondern Gerechtigkeit, dann leben wir anders. Wisst ihr, es ist Zeit, die Schulden wegzuschicken. Auch hier oben in unserem Denken. Und vergib uns unsere Schuld. Ich fand es so schön, wo der Sebastian gerade gesagt hat, so täglich beten. Weil darum geht es, täglich im Gespräch mit Gott dürfen wir entdecken. Wenn wir mit Gott täglich reden, dann dürfen wir entdecken, dass Gott die Schulden, die wir niemals zurückzahlen konnten, gestrichen und uns mehr gegeben hat, als wir jemals kaufen konnten. Täglich, wenn wir beten, dürfen wir uns bewusst machen, wir leben durch seine Vergebung, um selbst Vergebung zu leben. Selbstvergebung zu leben. Denn der heutige Vers geht noch weiter. Wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wisst ihr, mit dem, was wir gerade über Vergebung gehört haben, wird Vergebung zu einem Weg, wie ich in meinen Beziehungen, die ich habe, wie ich auf den Konten von anderen ihre Schuld streichen kann und Gerechtigkeit einzahle. Das ist der Weg der Vergebung in unseren Beziehungen. Wir können die Schuld bei Menschen streichen und Gerechtigkeit einzahlen. Doch leider, so wie wir das mit Gott tun, treten wir hier auch immer wieder in die Falle und wählen den falschen Weg. Beispielsweise, indem wir von Menschen, die uns verletzt haben, erwarten, dass sie sich entschuldigen bei uns, sodass sie es sich verdienen, dass unsere Beziehung wiederhergestellt wird. Hat mir jemand gesagt, dass er nochmals ein Treffen mit jemandem vereinbart hat, um dieser Person die Möglichkeit zu geben, sich zu entschuldigen. Und ich kann euch sagen, das ist mir so nachgegangen. Weil ich finde es bei Jesus nicht. Ich finde es nicht. Wenn Menschen sich bei uns etwas verdienen müssen,
dann bauen wir nur weiter Schulden in der Beziehung auf. Bis wir an einem Punkt in unserer Beziehung kommen, wo es Zurückzahlen nicht mehr möglich ist. Und ich weiß nicht, wie viele Beziehungen bei dir und bei mir vielleicht schon so geendet sind. Leider. Wir sollen die Schuld absichtlich wegschicken und die Person und uns selbst befreien und dann das Konto wieder auffüllen, wie Gott es für uns getan hat. Das dürfen wir tun. Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wie oft sollen wir vergeben? Das war die gleiche Frage, die auch Petrus hatte. Jesus, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Wie wär's mit 7-mal? Und Jesus sagt, nein. 77-mal. 77-mal? Ich glaube, es war so ein Moment, wo die Jünger sich gegenseitig angeguckt haben. 77-mal? Hey, warte mal. 77-mal kommt uns bekannt vor. Da gibt es doch diese älteste Dichtung im Alten Testament in der Bibel von einem Mann mit dem Namen Lamech. Kennt ihr den? Das war so einer, der aus der Linie von Kain rauskam. Kain kennt ihr. Kain war der, dem so die Rache gepackt hat und der seinen Bruder Abel umgebracht hat. Aus Zorn heraus, aus Rache. Weil sein Opfer besser bei Gott angesehen war als bei ihm. Und dann nach, als Kain Abel erschlagen hat, dann hat Kain irgendwann so richtig Muffesausen Schiss bekommen. Wenn mich jetzt Leute sehen, die schlagen mich tot. Gott, helf mir. Und was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen. Und dieses Zeichen besagt, wenn jemand dich anrührt, wenn jemand dich tötet, soll er 7-fach gerecht werden. Das war sein Uropa, wo keine Ahnung, ich weiß das gerade nicht, Uropa. Und dieser Lamech, der hat seinem großen Opa so richtig schön nachgeahmt. Und er hat mal so ein schönes Gedicht an seine zwei Frauen geschrieben. Und da heißt es, Ada und Zilla, meine zwei Frauen, der erste, der zwei Frauen hatte. Das haben wir auch von dem. Da. Hört mir zu und achtet auf das, was ich sage. Und hört mal an, was er gesagt hat. Schönes Gedicht. Ich töte jeden Mann, der mich auch nur verwundet und jeden Jungen, der mich verletzt. Wer kein tötet, soll einer 7-fachen Rache zum Opfer fallen. Aber wer mich, Lamech, tötet, soll 77-mal gerecht werden. Krass, oder? Wir sind ein bisschen krank. Aber, hey, ich bring dich um, oder? Ich bring dich um. Wenn du das machst, bringe ich dich um. Ja, hört man ja ab und zu mal. Manchmal fühlt man das sogar. Also ihr nicht, vielleicht ich. Bei Lamech hätte es gereicht, dass ihn ein Junge verletzt und er hätte ihn umgebracht. Ich finde das krass. Und Jesus sagt, wisst ihr, wie es bei Lamech war? Wisst ihr, wie die Rache in ihm gewirkt hat? Wir machen es genau andersrum. Wir machen es genau andersrum. Anstatt Rache zu üben, möchte ich, dass ihr vergebt und segnet. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen, heißt es mal im Gegenteil, segnet. Segnet. Wisst ihr, bei Vergebung geht es nicht einfach nur Sachen hinter uns zu lassen, sondern es geht darum, bewusst die Schuld wegzuschicken und Menschen zu segnen. Darum geht's. Und wirklich Gerechtigkeit einzuzahlen. Und nicht Menschen daran zu erinnern, was sie falsch gemacht haben, nur. Darum geht's doch nicht. Sondern wirklich ihnen das zuzusprechen, wie Gott sie sieht. Die andere Person als wertvoll, geliebt, wichtig zu sehen. Und nicht, dass ihr Verhalten auch bestimmt, wie ich sie sehe. Ich fand es, und das hat mich so bewegt, ich weiß nicht, wie es dir ging. Der Günne hat vor ein paar Wochen hier ein Zeugnis gegeben. Und mich hat es zutiefst bewegt. Wie er nicht eine Rache empfunden hat oder, naja, das ist, wenn da irgendwas an der Schulwand steht über mich, dann, ach, das lasse ich nicht an mich ran.
was lasse ich jetzt hinter mir? Das war nicht seine Reaktion, sondern seine Reaktion war drauf ein bewusstes Vergeben. Und er hatte diesen Moment, wo er angefangen hat einzuzahlen, wo er für die Schüler, die das hingeschrieben haben, diese Beleidigung, angefangen hat zu beten und sie zu segnen, sogar hier von der Bühne runter. Und da merke ich, wow, er zahlt ein, er segnet. Und ich finde das so ein gigantisches Erlebnis. Und ich hoffe, dass wir das auch immer mal wieder erleben. Wenn Menschen nicht nur einfach unsere Schuld tilgen, dass es für null ist, sondern noch extra drauf einzahlen und jetzt Gutes tun, obwohl wir ihnen Schlechtes getan haben. Und Vergebung, das braucht wirklich diese Fähigkeit, eine reife Fähigkeit, dieses wegzuschicken, diese Schuld einzuzahlen. Und das müssen wir lernen. Und es ist wichtig, dass wir es lernen. Weil wenn wir es nicht lernen, dann tun wir uns schwer langfristig mit unseren Beziehungen. Weil unsere Beziehungen sind auf dieser Vergebung gebaut. Und das ist wichtig. Weil wenn wir es nicht machen, auch nicht vergeben, das hat Folgen. Guck mal in den Hebräerbrief rein, Kapitel 12. Da heißt es, dass wir uns bemühen sollen, Frieden zu schließen mit jedermann. Und wenn wir es nicht tun, heißt es, dass da kann eine bittere Wurzel entstehen, die kann Wurzeln schlagen. Was kann da entstehen? Da kann eine Giftpflanze hervorkommen. Und wisst ihr, was Gift macht? Unheil anrichten. Und wenn wir nicht aufpassen und die Wurzeln weitergehen und immer mehr wächst und es zu einem großen Baum wird, dann hat es nicht nur Effekte auf dein Leben, sondern auch auf das Leben von anderen. Und dann spricht Paulus sogar was an oder der Hebräerbriefschreiber und sagt, hey, und das kann sogar Unheil und in die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft ziehen. Wir kennen alle Geschichten, oder? Von irgendwelchen Freunden, die irgendwo in der Gemeinde sind, die vergiftete Atmosphäre, warum? Wegen Unvergebenheit. Weil wir es nicht auf die Kette bekommen haben. Gut. Was als Same beginnt. Und das beginnt wirklich als Same, das muss ausgerissen werden. Deshalb heißt es mal in Kolosser 3,13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Macht es. Macht es. Macht es. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Hast du noch deine Geschichte vom Anfang? Deine Vergebungsgeschichte aus deiner Vergangenheit? Ich hoffe. Überleg dir nochmal, was war das Ergebnis von dem, dass du vergeben hast? Dass du die Schuld weggeschickt hast. Was war das Ergebnis? Ich vermute, eine Beziehung wurde wiederhergestellt. Das ist meine Vermutung. Vielleicht wurde sie auch nicht wiederhergestellt. Das kann auch sein. Aber vielleicht lebst du seither befreit. Vielleicht lebst du befreit. Einander zu vergeben und Beziehungen wiederherzustellen und dadurch zu vertiefen, das sind doch Momente, die zu den schönsten unseres Lebens gehören. Es sind Momente, die zu den schönsten unseres Lebens gehören, wenn Versöhnung stattfindet, wenn Vergebung zugesprochen wird, wenn die Herzen sich wieder zueinander kehren, wenn wir uns in den Arm nehmen, wenn wir uns Gutes zusprechen, wenn wir uns segnen. Das sind die schönsten Momente in unserem Leben. Wisst ihr warum? Weil Jesus sichtbar wird, weil das Reich Gottes durchblitzt. Der Himmel auf Erden. Deshalb, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Der Vers von heute, das ist ein richtig herausfordernder Vers. Vor allem dann, wenn das so eine richtig große Schuld ist. Wenn die Verletzungen so richtig, richtig tief sitzen.
dann ist es ein Vers, wenn wir an das Vaterunser denken, der uns wahrscheinlich am meisten Mühe macht. Und genau deshalb hat Jesus ihn genommen und ihn ins Vaterunser reingebracht, damit wir täglich mit unserem Schöpfer, Gott und Erlöser darüber sprechen können. Dass wir täglich im Gespräch mit Gott darüber sind und entdecken dürfen, dass Gott die Schuld, die wir niemals zurückzahlen konnten, gestrichen und uns mehr gegeben hat, geschenkt hat, als wir uns jemals erkaufen konnten. Dass wir täglich uns bewusst machen dürfen, wir leben aus seiner Vergebung, um selbst Vergebung zu leben. Ich möchte dich täglich, auch heute, genau jetzt, einladen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Mit Gott ins Gespräch zu kommen über diesen Vers. Um dir neu zeigen zu lassen, wie wunderbar großartig er dir vergeben hat. Und empfang das. Empfang das einfach heute Morgen, wenn du jetzt mit ihm redest. Und höre von ihm, wo es vielleicht einen Schritt der Vergebung von deiner Seite braucht. Und wenn du merkst, es fällt dir schwer, wenn du merkst, da steht was in dir auf, wenn du merkst, es ist so richtig hart, dann hör nicht auf, mit ihm zu reden, sondern red mit ihm genau darüber, dass es dir schwer fällt, dass es dir wehtut. Und lass dir von ihm diese Sehnsucht schenken, in die Freiheit von diesem Schmerz zu kommen und Versöhnung zu suchen und zu schenken. Sprich mit Gott. Wenn du heute Morgen hier bist und auch so einen Zuspruch an Vergebung brauchst, von einem Menschen, der dir das zuspricht, dann möchte ich dich einladen, auch nach hinten zu gehen, an die Fensterfront. Da sind Menschen da, die einfach Vergebung zusprechen. Und vielleicht hast du noch nie das auch gehört, mir wurde vergeben. Und du möchtest Frieden schließen, versöhnt werden mit Jesus, dann geh einfach auch nach hinten. Und wenn du sagst, hey, ich brauche jemanden, mit dem ich, der mir hilft, einfach Schuld auch bewusst wegzuschicken und Gerechtigkeit auszuzahlen, dann möchte ich dich auch einladen, nach hinten zu gehen. Der Andi hat vorher gesagt, vor der Predigt, heute ist ein Thema dran, das dein Leben verändern kann. Und es könnte vielleicht ein Moment sein, ich glaube das, ein Moment ist, der dein Leben von Grund auf neu verändern kann, der Beziehungen von Grund auf neu verändern kann. Also herzliche Einladung, diesen Schritt zu gehen. Und für alle anderen, redet einfach mit Jesus nochmal weiter. Lasst ihm von euch zeigen, was er euch zeigen möchte.